Und ja, es kannst man sehen, so viele Fälle von dem Schattenläufer, ne? Ja, und das ist natürlich auch irgendwo, wenn man, ja, sage ich jetzt mal, auch dem Gomez relativ nah steht, ist es natürlich auch eine recht gute Sache. Deswegen sind wir übrigens hier, weil wir die ganzen Schmucksachen haben wollen. Aber dazu später mehr. Genau, also bringt schon was, aber ich bin halt irgendwie trotzdem eher der Meinung, dass die meisten, die wirklich halt in dieser Welt wären, am ehesten da wieder raus wollen. Ne? Also ich meine, es ist zwar ganz nett, ne? Aber es ist ja auch irgendwo ja, recht eingeschränkt, sag ich jetzt mal. Und in der Regel haben ja auch irgendwie die Gefangenen hier auch alle irgendwie Familie und ihr eigenes Leben, durch das sie eben, ja, vielleicht auch durch die eine oder andere Intrige oder auch falsche Einordnung dem Ganzen entgangen sind. Also ich meine, ich in der Regel, wenn Leute eingesperrt sind, wollen sie raus. Das ist, was ich sagen will. Na, und jeder, ja, wird ja dann klar, ich meine, irgendwie könnte man sich jetzt auch so sagen, ja komm, steht jetzt aber auch schon 20 Jahre und hat sich nicht bewegt. Ist halt so, wir müssen irgendwie das Beste daraus machen. Klar, dann macht es schon am ehesten Sinn zu sagen, okay gut, dann gehe ich natürlich und schließe mich der mächtigsten Fraktion an. Aus dem einfachen Grund, dass ich ein angenehmes Leben haben will. Aber du siehst halt auch, es ist halt für die meisten hier nicht angenehm, ne? Als Buddler, ne, Schürfer, das ist nicht witzig. Du wirst halt hier auch nur schikaniert hin und her. Ich meine, ja gut, im neuen Lager sieht es ähnlich aus mit den Bauern und dem Reislord. Aber ist das eine Aussicht, ey? Aber, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie doch nochmal ein Stück anders. Weil es hier alles für spannende Dinge zu sehen gibt. Ja. Da rennen wir fast überall noch hin. Genau, also ich kann es schon verstehen. Ich bin gut, bei der Sekte denke ich mir auch so, yo. Ne, einfach nur zum Rauchen und für die Drogen dahin gehen, jo. Gut, schlägt die Zeit auch irgendwie tot. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die im neuen Lager sind wirklich die einzigen, die sich einfach vehement nicht mit der Situation abfinden wollen und einfach raus wollen. Und dann habe ich halt wiederum eine andere Frage. Ne? Also wir haben ja jetzt rausgekriegt, als wir mit Milton gesprochen haben, ne, dass der Brief eben eigentlich an diesen Xardas ging und Xardas der Anführer war, der aber jetzt die verlassen hat. Ne? Also der hat die verlassen, als die noch hier drinnen waren. Ne? Also ist also innerhalb dieser 20 Jahre oder mehr, je nachdem, ne, wie lange das jetzt halt auch wirklich her ist. Und aufgrund dessen frage ich mich dann wieder, das, wie das Ganze mit den Wassermagiern passiert ist. Und mir fällt gerade auf, wir haben ganz vergessen, zu Torres zu gehen. Und uns die Belohnung abzuholen. Ja, das sollte man mal machen, nicht wahr? Das ja. passiert mir. Taurus. Ich grüße dich, Magier. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Ja, aber nein, danke. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Ha, witzig, witzig. Der hat doch keine Zeit für mich, nie. Naja. Hier. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten.
Wähle mit Bedacht. Also Stärkering brauchen wir nicht mehr. Haben wir uns selber besorgt. Genau das gleiche gilt auch für den Ring des Geschicks. Essenz des Geistes. Mehr Mana. Könnte man machen. Spruchrollen. Wir sind halt irgendwie ein bisschen nutzlos. Also nehmen wir das. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Mhm. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Nee. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Mehr kann man nämlich auch Dinge lernen. Das wollen wir natürlich. Und wenn es was zum Lesen gibt, dann werde ich es lesen. Also dir vor. Das gibst du mir bitte auch. Und davon nehme ich auch nochmal 5. Ich habe nämlich ziemlich viel Zeug für dich. Aber behalt's für dich. Man muss ja nicht gleich. Das behalte ich mal. Guck mal. Ich kann dir Flügel geben. Die magst du doch bestimmt. Und dann gibt's Zähne. Muss begeistert sein. Nicht besonders schlau. Weil ich ehrlich sagen muss, sieht das für dich aus wie Zähne? Ich höre nicht mehr auf. Für mich sah es irgendwie eher aus wie, weiß ich nicht. Porygon. Dieses Pokémon, dieses merkwürdige. So sieht das für mich aus. Das sieht nicht aus wie Zähne, ich weiß nicht. Was ist das? Klinge? Was ist das? Zeug haben. Hier, guck mal. Annehmen. Fertig. Ja. Was meine. Sorry, ich esse nebenbei. Was meine Frage da war, ist, wenn, aber das kriegen wir auch gleich raus. Also wenn sich die, wenn sich Xardas abgespalten hat, waren hier vorher nur Feuermagier und dann haben sich auch die Wassermagier abgespalten. Oder waren die irgendwie vorher alle schon getrennt, sage ich jetzt mal. Weil, ja, davon komme ich auch später nochmal zurück. In der Story, finde ich, lernt man ein bisschen was anderes. Aber, ich lese sie erstmal vor. Vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Corinus. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit einer Klinge und sei sie auch noch so aus noch so bestem Stahl gefertigt, zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt, Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Corinus-Stahl und in ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoße der Erde entfliehen. Ja. Wenn du meinst. So, dann wollen wir erstmal. Haben wir auch den ersten? Nee, muss man nur lernen, der Götter. Okay. Zweiter Kreis. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet den Magier einen Teil seiner Kraft. Diese Kraft wird als Mana bezeichnet. Heilung. Adanos sah, dass die Menschen starben und es der Wille Belias war.
Und er sprach, stelle ich mich auch nicht gegen den Willen Belias, gebe ich den Menschen jedoch die Macht der Heilung. Dieser Zauber birgt die Macht, den Magier zu heilen. Investierungszauber, Mana-Kosten 10. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Dritter Kreis. Manche Zauber können mit einem bestimmten größeren Anzahl von magischer Energie gespeist werden. Diese werden auch Aufladungszauber genannt. Andere Zauber werden aufrechterhalten, solange der Magier sein Mana in diesen Spruch einfließen lässt. Solche Zauber heißen Investierungszauber. Feuerball. Das zweite Geschenk Innos an die Kinder des Feuers. Ein Ball aus Feuer, der sein Opfer verbrennt. Aufladbarer Zauber, Mana-Kosten 5. Eisblock. Das Opfer wird in einen Eisblock eingefroren. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier. Kugelblitz. Eine Kugel, geschaffen aus magischer Energie. Mana-Kosten 3. Jagd und Beute. Sein Schriftzeugnis. Sein Schriftzeugnis hat die Zeiten überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jeden Landesmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Laufe der Jahrtausende kaum verändert und wird sich wohl auch in Zukunft nicht verändern. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentlich hohe Kunst der Bogenjagd. Okay, whatever you say, honey. You should not do that. Was haben wir jetzt noch? Kampfkunst! 2000 Jahre lang bildeten diese Lehren des Meisters die Pfeiler bei der Entwicklung der Kampfkunst. Geschult werden dabei die Beweglichkeit des Körpers, Ruhe und Schnelligkeit, Beobachtung und Reaktion. Die Bewegungen müssen gut koordiniert und die Körperhaltung korrekt sein, um die beste Einhaltung der Kraft zu erreichen. Der Kern der geistigen und körperlichen Lehren des Meisters hat viele Jahre überlebt. Sein einzigartiger Erfolg hat Generationen beeinflusst. Jahrtausende, in denen zwar die Welt ihr Äußeres schon oft verändert hat, in der aber eines für immer Bestand haben wird: die Harmonie der inneren Kräfte mit der gezielten äußeren Bewegung des Körpers. So, Lehren der Götter. 1. Höre die Worte der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie gehört werden. Befolge die Lehren der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie befolgt werden. Achte die Priester der Götter, denn sie sind erwählt. Die Worte Innos. Und möget ihr nicht verstehen, so zweifelt nicht an den Worten der Priester. Ihr tun es gerecht und weise, denn ich bin die aufgehende Sonne, das Licht und das Leben. Und alles, was da wieder der Sonne, ist wieder mir und soll verbrannt sein auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Adamus. Arbeite und lebe, denn der Tag ist gemacht dafür, dass der Mensch arbeite. Suche das Lernen und Wissen, auf das du es weitergeben kannst, denn so bist du geschaffen worden. Wer aber müßig und faul, der soll verbannt werden auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Belia. Wer aber handelt Unrecht und gegen den Willen der Götter, den will ich strafen, den Körper mit Schmerz, Leid und Tod. Den Geist werde ich aber zu mir nehmen, auf immer und ewig in die Schatten. Ah.
Von Anbeginn der Zeit. Es war noch kein Tag oder Nacht und kein Wesen zog über die Welt. Da erschien der Welt Innos und sein Licht erhellte alles. Und Innos schenkte der Welt das Leben. Da aber kein Wesen im Licht des Innos leben kann, schuf er die Sonne. Das Licht war aber noch zu stark, da teilte sich Innos und schuf Belia. Belia brachte die Nacht, nun konnten die Menschen sein. Da teilte sich Innos erneut und schuf Adanos. Adanos gab den Menschen die Vielseitigkeit, Wissen, Neugier und Mut. Innos war sehr zufrieden mit sich und seinem Werk. Und er beschloss, die Menschen Adanos ganz zu überlassen, um zu ruhen. Belia aber wurde von Neid zerfressen, denn die Menschen beteten nicht zu ihm und ruhten des Nachts. Da wurde er zornig und er formte sich einen Menschen, der nur ihn anbeten sollte. Der Mensch aber war genauso wie alle anderen Menschen. Belia wurde so stark von Zorn erfüllt, dass er den Menschen tötete und sprach: Wenn sie mich nicht anbeten, dann sollen sie mich fürchten. Und er schuf den Tod und nahm den Menschen das Leben. Innos gab den Menschen die Macht, ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Er gab ihnen die Macht, große Wunder zu vollbringen, und er nannte sie Magie. Mit dieser Macht konnten die Menschen die Welt frei nach ihrem Willen gestalten. Es gab keine Grenzen, die Innos ihnen aufzeigte. Und so hatten die Menschen Teil an den göttlichen Schöpferkraft, aber die Menschen waren sich alle gleich und das gefiel ihnen nicht. Also nahm er denen, die unzufrieden waren, die Kraft. Die wenigen, die sich dankbar zeigten, stellte Innos über alle anderen. Diese Menschen wurden alsbald verehrt und gefürchtet und wurden Priester genannt. Doch auch unter ihnen gab es viele, die bald unzufrieden waren. Und so kam es, dass sie zu Adanos beteten und ihren Ursprung vergaßen. Die Riege der Priester war gespalten, Kriege wurden entfesselt und auch der Glaube an die göttliche Allmacht war bald schon nur noch Mythos. So teilten sich die Priester, die dem Adanos folgten, nannte man nun Magier des Wassers, die geweihten Innos hießen aber Magier des Feuers. Genau, also da haben wir es quasi mehr oder weniger schwarz auf weiß, dass das eben so war, dass es im Prinzip von Anfang an schon so ist, dass die getrennt waren. Also dass es Wassermagier und Feuermagier gab. Aber später werden wir dann noch einen Satz hören, der mich immer hat denken lassen, dass das passiert ist, als die hier drin waren. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wenn wir das so weit kommen, dann wirst du, werde ich dich nochmal darauf hinweisen. Also da haben wir jetzt auch schon zwei Essenzen, das ist schon mal gut. Das ist nun wirklich nicht mein Problem. Genau, und jetzt zu den Ringen und Amuletten. Wir haben Schutz vor Waffen 15. Schutz vor Waffen und Pfeilen. Das ist das Nonplusultra. Also, und was haben wir denn gerade an Ring? Lebensenergiebonus und Geschicklichkeitsbonus. Ja, das war nicht besonders schlau. Schutz vor Feuer, Schutz vor Feuer, Schutz vor Feuer, Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Pfeilen. Stärkebonus, Stärkebonus, Stärkebonus. Meine Güte. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, also die können wir, glaube ich, schon behalten. Immer Geschicklichkeit. Solange ich damit nichts zu tun habe. Immer Lebensenergie. Warten wir nicht auch mal. Lebensenergie 10. Ja, genau. Okay, Lebensenergie 10. Aber ich dachte, wir hätten irgendwie auch mal. Und nicht. Aber gut. Ich lerne eben gar nichts dazu. Wir haben jetzt Geschick 45. Das reicht ja gerade so. Ja, was heißt hier gerade so? Das war aber im Prinzip.
weiß gar nicht, ob wir die Diskussion jetzt schon hatten. Aber im Prinzip gibt es noch eine bessere... Ha! Oh mein Gott. Im Prinzip, boah, meine Güte, haben wir viele Schwerter. Das wäre echt nicht schlecht, da mal ein paar loszuwerden. Das ist echt unmenschlich viel. So, also das ist ja im Prinzip besser. Aber ich finde das wahnsinnig hässlich, muss ich ehrlich sagen. Weil die ist überhaupt nicht hübsch gemacht. Die sieht einfach total blöd und hässlich aus. Da ist sie halt, auch wenn sie dann halt nicht so stark ist, würde ich trotzdem bei ihr bleiben. Die 10 Schaden wären mir da egal.